So, willkommen zurück. Ich bin gerade gestorben. Ich werde jetzt schon wieder sterben. Ist das cool? Ist doch cool. Ist doch richtig cool. So. Upsi. Geh zu Stock 3! Alter, habt ihr mich erschrocken? Links, Alex! 4! Hauptsache, Fire kriegt direkt einen Headshot. Der Van, das ist er! Nur noch 12 Schuss. Alex! Fahrrad! Nikolai! Schnell, holt die Sprengsätze! Der Zünder startet die Kettenreaktion. Okay. Die Kessel sprengt, der Rest folgt. Korrekt. Nicht verlieren. Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Spasiba. Ich bring den Rest des Preis und Salzchen Geld. Soweit ich weiß, dass... Wir sehen uns später. Ich hab noch 2 Schuss. Alter, das ist nix. Keinen Schuss mehr. Wie soll ich was machen, wenn ich keinen Schuss mehr habe? Okay, ich muss jetzt wohl auf 1 umstellen. Merhaba, Uskurk. Ach, hallo Nikolai, ich hab vorhin auf dich gewartet. Alex, Fahrrad! Was ist das denn? Belgisches Flugzeug? Schnell, holt die Sprengsätze! Wieb. Ich darf anscheinend nicht. So, aufnehmen. Der Zünder startet die Kettenreaktion. Ja, hast du gerade schon gesagt. Die Kessel sprengt. Korrekt, nicht verlieren. Wozu nein, nein, ich bin dann sterben. Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Dankeschön. Ich bring den Rest zu Kreis und Sergeant Garrick. Wir sehen uns später. Thank you.
Rapid Fire, let's go! Oh oh. Let's go, der Hase, einfach Rapid Fire! Zucker! Wie kriegt man den down? Hä? Nee, jetzt mal wirklich, wie kriegt man den down? Jetzt hab ich's. Also der kriegt, genau, Sprengsätze fügen dem Dingens Schaden. Das heißt, ich lege meine Akku jetzt hier hin. Nimm dann hier das. Lösch ihn einmal. Weg. Scheiße. Hast du meine AK? Nee. Da ist meine AK. Danke. Oh, ist das eine. Das sieht aus wie in der Desert. Und war das eine 50er GS? Okay. Hier geht's zu den Heizkesseln. Wir sind fast Alter, das war schon nicht schlecht. Ja. Ich hab absolut keinen. Wir haben ein Problem. Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando. General Barkov gesichtet. Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform. Echo nähert sich den Heizkesseln, Kommando. Platziert eure Ladungen und raus da. Roger, Echo Ende. Zu den Heizkesseln geht Türen auf. Da ist die Tür. Bin dran. Also mal Pause machen, Leute. Was ist los? Zünder ist der Marsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Pfarrer, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu.
Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden. Und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Krasse Sache. Roger, Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Nicht für den Scharfschützen. Raketenwerfer, linke Seite! Eine Sache, ich werde nicht mehr. Kontakt im Süden. Alles sicher! Bravo, zu mir! Hier geht's zu den Rohren. Bewegung, Leute! Ja, Sir! Aua, das tat weh. Ich glaube, die abbauen. Ich will wenigstens das Ziel verändern. Okay, platziert die Sprengsätze. Los! Ladungen sind scharf! Das Barkov entkommt! Pfarrer, Nikolai, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau an die Strippe! Wiederhole, Barkov hat abgehoben. Ich bin General Barkov! Pfarrer! Niemand ignoriert mich! Habe Sichtkontakt. Mir egal, wie spät es ist! Oh, ich will sofort Moskau an die Strippe! Was? Karin! Es ist ein Irrtum.
Seite. Habe Sichtkontakt. Egal wie spät es ist, ich werde von Moskau angeschrieben. Was? Karin! Wieso geht das denn nicht? Warte. Habe Sichtkontakt. Egal wie spät es ist, ich werde von Moskau angeschrieben. Ich bin General Barkov. Niemand ignoriert mich. Du! Vor langer Zeit. Dein Land erzeugt Terroristen. Das ist für meine Familie! Nein, das ist für meine Familie. Das ist für Hadir. Und tschüss. Farah, wie ist dein Status? Captain, Barkov ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Bestätigt, Sir. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los! Danke. Gern, Ma'am. Bereit, Captain. Roger, alle Stationen auf mein Zeichen. 3, 2, 1... Ziele zerstört. Gut gemacht. Karim! Mutig in Russland wäre stolz. Wohin? Urzekstan. Heim. Was ist jetzt mit der Story oder geht's noch weiter? Also einige sagen, dies ist ziemlich kurz. Stunde. Tee? Nun, ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sakajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest? Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 141. Ja, Leute, und zwar ist hier in dem Teil irgendwie meine Voice nicht mehr da gewesen. Keine Ahnung. Ich habe mich gewundert, so, hä, ist das jetzt wirklich das Ende von Modern Warfare, weil die ja von eine eigene Special Agent gesprochen haben?
Und da habe ich auch ganz ehrlich gesagt so, ja gut, ne, überspringe ich die ganze Kacke jetzt hier mal. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das das wirklich gewesen ist. Und ja, hier sieht man dann nochmal ein Foto von Price und der andere. Also, ne, Farrah und die anderen zwei Leuten da. Aber ich die Namen weiß ich jetzt gerade nicht mal aus. Пожалуйста! Weiterzugehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Die Stadt wurde evakuiert. Aber ich habe dann weiter aufgenommen und habe gesehen, so, dass da nicht viel mehr war. Ja. Kala hat die totale Kontrolle. Verma ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und West bauten Verdansk wieder auf. Akatala hasste diese Kooperation. Ja. Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terrorist mit Panzer. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netherhood, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Ein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB. Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price? Nikolai? Captain. Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig? Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen. Erlaub mal Katal einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Für uns alle. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al-Katal als Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los. Ich habe ja erst gedacht, das war, dass es jetzt schon zu Ende war, aber anscheinend nicht. Weil da auch halt dieser Abspann kam. Geschichte geht in Spezialeinheit weiter. Also, die Hauptgeschichte haben wir fertig. So wie es jetzt ausschaut. Oder? Campaign? Ja, verstanden. Da, nach der 1. Da muss ich hin. Noch ein weiter? Nö. Nein, möchte ich nicht. Ja, das heißt dann, war es das mit der Folge? Oder war es zum Henker?